Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight mit dem werten Herrn Deko. Oh ne, es ist der Neue. Tag, Junge. Kriegst schon jetzt wieder das Kotzen hier. Freut dich, oder was? Ja. Ich bleib jetzt im Schrank. Tschüss, Deko. Na la la. Wo ich gestern eben von Freddy eben da die ganze Spiele gelernt bin. Echt? Mhm. Macht Spaß, ne? Ja, also wie gesagt, so, der hatte bestimmt auch Spaß gehabt. Ja, glaube ich. Oh, na, guck mal ihn an, der hat mich aber hier gefunden, ne? Ja. Hahaha, jetzt hat er mich gefunden, jetzt hat er ihn mal weg. Ja. Oh. Okay, macht so viel Spaß gegen ihn. Das macht er nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir heute mal einen anderen Killer bekommen, außer Freddy. Da kannst du erstmal Generatoren machen. Also. Ja, mach ich jetzt auch. Oh ne, erwischt mich. Oh fuck, ich hab Einfühlungsvermögen nicht mit, aber wir schaffen das. Oh. Ich hatte irgendwie schon im Gefühl, ach so scheiße, ich brauche ein Item. Ich muss mir ein Item. Ich muss gleich eine Kiste suchen und ein Item holen. Das ist nämlich. Ich war noch ein Item, welches ich aus dem Spiel mitnehmen muss. Oh Mann. Oh, hier komme ich auch nicht weg. Scheiße. Und der mag dich. Ist doch schön, dass ein Killer dich mag. Das ist halt der richtige Killer zum Fokussieren halt, ne? Okay. Ja, die Reichweite ist auch, kann man schwer einschätzen irgendwie. Ja. Ja, ich finde immer noch Banane, dass wenn du in dem Traum bist und also in den Traum reinkommst und er dich danach ziemlich schnell schlagen, also er wird nicht langsamer. Ja, aber eigentlich, ja okay, ich hab's jetzt nicht gut vorher gemacht, davon abgesehen, eigentlich kann man von denen relativ weg drin, aber... Oh naja, shit! Das ist jetzt das erste Spiel. Ja, natürlich läuft er mir hinterher. Man macht da irgendwie eine Palette kaputt oder Generator, ich weiß nicht. Genau. Nee, ich glaube, er ist bei dir. Er läuft mir nicht mehr hinterher. Ja, klar. Also, ich höre noch die Kinderlein singen. Ja, er ist ein kleiner Camper. Ach, fuck, och. Du machst schon automatisch machst du schon Fähigkeitscheck. Ist mich wach. Deko, ich komme jetzt einfach. Ein Krokin singen mir oder so. Okay. Ich kann dich direkt heilen. Instant heilen und so. Na denn. Zack! Hopp, hopp. Ja, er kommt zurück. Ja, er kommt zurück. Oder es hört sich so an. Ich weiß nicht, was du hörst, aber. Ja, vielleicht. Ah, okay, ja, gut. Ja, dann geht das aber so weit. Ich könnte schwören, ich habe was gehört, Deko. Ja, vielleicht ist das auch meine eigene Musik. Ich hab aber nichts gehört. Wahrscheinlich, ich hab einfach Komplexe schon. Wegen des Killers. Naja. Das ist bei mir schon, ich bin schon durch mit dem, weißt du? Ich denke schon so. Meine Fresse. Jetzt hab ich mit dir. Okay. Es wurde gerettet. Oh, hier ist eine Kiste. Okay. Ich habe gerade gelesen, oh boy, nicht my boy, sondern oh boy. Das sagt man manchmal, wenn man so ein bisschen bescheiden spielt, dann so, oh boy. Okay. Mann. Generator, was ist hier Generator? Upsala. Okay, ich bin da. Läuft ihr den hinterher? Mm-mm. Oh Gott, wie schnell werden die denn... Was machen die da für eine... Das ist eigentlich die einzig Gute, dass der eben das nicht campen kann, eben der Killer, ne? Also man kann sie ja trotzdem runterholen. Da musst du ja erstmal in den Traum versetzen und... Ja. Manchmal bitte... Hallo? Hallo? Manchmal bitte... Ach mein Gott, dann heile ich dich halt erst. Oh, Junge, Alter, der sieht uns einfach nur beide. So doof, ah. Lass mich Hallo! Mach mich doch mal bitte wach! Mach mich doch mal bitte wach! Ach. Mein Gott, was für ein Vollhorst.
Ja, der sieht uns jetzt. Och Mann, du bist echt. Jo. Ich konnte ihn nicht wach machen. Ja. Wieso? Ich weiß nicht, ich konnte ihn erstmal heilen und nicht wach machen. Ich habe ihn auch sofort instant geheilt. Ja. Ich meine, ich wollte ihn keinen als Idiot betiteln. Scheiße, der weiß jetzt, wo ich bin. Oh, ich werde gleich so schön von ihm weglaufen. Wo ist denn hier der Kind da hinten? Fuck, Mann! Deku, du kannst ihn holen. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Boah, nur weil der Idiot mich nicht. Am besten selbst heilen oder irgendwie. Ich bin aber nicht geheilt. Ich bin nicht Dingens. Ich den Generator machen. Geht nicht, weil er die ganze Zeit hier ist. Meine Fresse, Alter. Flink bringt auch nichts. Der weiß ja konstant, wo ich bin. Hau ab, Jung. Wir haben dich auf den Sack. Aber nicht, wenn du direkt so in der Nähe bist von ihm, ne? Ja, stimmt. Ja, der kann nur sehen, wenn du. Ach komm! Ach, Spiel, weißt du was? Manchmal geht's mir so hart auf die Nüsse. Ernsthaft jetzt. Oh ja, ich. Ja, okay, mein Fehler. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich bin in der Nähe. Ich suche hier immer ständig den Generator. Ach, ich bin seine Besessenheit, sehe ich gerade. Hier ist auch gar kein. Doch, ist da hinten eine Palette? Nee, da ist auch keine Palette gewesen. Ich habe hier keinen. Ach, hier ist ein Haken. Nee, das war gerade am Fenster und da hat er mich bekommen, obwohl er weiter weg war. Ach, warte mal. Stimmt. Man kann einen ja erst aus dem Traum bringen, wenn der andere auch nicht im Traum ist. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Oh. Willst du mich heilen? Ja, wenn du uns nicht siehst. Ich glaube nicht. Das habe ich vergessen. Entschuldigung, dann nehme ich alles zurück. Ich tut mir leid, ich habe es vergessen. Nee, es ist ja so, wenn der andere auch im Traum ist, könnt ihr euch gegenseitig nicht aufwecken. Danke. Mhm. Ich bin nochmal immer beschäftigt, die mit den Generatoren hier finden, in dieser blöden Map hier. Ah, hier ist genau. Ah. Boah, gleich diese Map und gleich der Killer am ersten. Geil, ne? Erstes Spiel. Der ist auch mein erstes Spiel mit Survivor, als Survivor. Ja, hast du Feuerkiller gespielt? Ja, die ganze Zeit. Okay. Ein paar Sachen aufgenommen. Boah, der macht mich fertig. Aber wir werden den öfter als Killer haben, ne? Ja, ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin anfängerfreundlich, ne? Ja. Ist ja ziemlich kacke. Vor allem jetzt ist das Spiel auch noch kostenlos. Ist kostenlos? Ach, kostenlos, Entschuldigung. Untergesetzt. Das heißt, es kostet, glaube ich, 10 Euro kostet es momentan. Hallo. Beziehungsweise bis zum 1. November. Jetzt habt ihr ja mittlerweile nicht mehr den 1. November. Aber da war es noch runtergesetzt, ja. Bist jetzt tot? Nee, ne? Nee, ach, dieses doofe Map hier. Ja. Ja, vor allem, du kannst dich ja auch da nicht wirklich. Du kannst hier nicht wirklich spielen gegen ihn, weil er dich konstant sieht. Auch wenn er. Gut, du musst ja ein bisschen weiter weg sein, um dich zu heilen. Weil sonst hört er dich, wenn du dich heilst, ist halt. Konstant kacke. Also ich mag ihn einfach nicht, gegen ihn zu spielen, so. Wie gesagt, ich renne auch in diesen Räumen rein, so, wo so tausende Türen gefühlt sind. Weißt du, dann rennst du um die ganzen Türen, um den ganzen Raum rum und der kann da durch drei Türen hängen. Ja. Heim mich doch nicht. Nee, den nicht. Boah, hier ist viel zu laut. Echt? Ja, ja. Mann. Ja, schon wieder hier so ein Scheiß. Ich bin in der Mitte, mache einen Generator.
Warum gucke ich mich überhaupt um? Ah, jetzt wäre so Killerwürmer neben der Frau, die ich tunneln kann. Tunnelt er dich? Naja, kann er ja irgendwie, seid so, hat er nicht andere irgendwie, wenn er den anderen sieht, so, dann verfolgt er wahrscheinlich den er eben im Traum sieht. Mann, das ist immer für du, du hast den Generator gefunden, dann musst du wegrennen von ihm und dann. Ja, ich mache, wie gesagt, ich denke die ganze Zeit, ich höre was. Ich bin in. Hier. Hm. Du hörst doch jetzt was. Ja. Wir sind ja heute rum. Komm, wir schaffen das, Deko. Fuck, kommt. Egal, wir schaffen das. Nice. Ich verstecke mich im Schrank. Ja, ich glaube, ich muss erst mal abchecken, wo der lang geht. Ich sehe ihn ja nicht. Ich glaube nämlich, er geht zu diesem Ausgang. Ist mir egal. Jetzt entweder hier. Der braucht ja eine Weile, um mich zu schlagen zu können. Stimmt mal wieder. Bin so durch mit dem Killer schon. Ehrlich? Hm. Gar nicht mal so schlecht, aber. Ich bin eben halt mehr so viel Abwechslung. So, wenn der nur gespielt wird, dann kotzt mich das auch halt an. Jeden Killer. Was sind denn die Krallen da? Hab ich gar nicht mitbekommen. Hast du das Tor aufgemacht? Ja. Ich geh zu ihm. Ich hab nur Wall-Time. Ich auch. Na, fuck, er ist hier. Oh, und jetzt so weit weg vom nächsten Ausgang. Oh, das ist so schrecklich. Ach, leck mich doch. Ganz ehrlich, ganz tief. Mann, jetzt wieder den Ausgang zu finden. Ist dann wieder so. Oh. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich sehe hier nur Flure. Ich glaube, ich hab Ausgang gefunden. Hier, Leute. Ja, ich laufe jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Einer ist offen. Ja, ich weiß ja nicht welcher. Ja, kann ja nicht mal sagen welcher. Er läuft nicht hinter mir hinterher. Er läuft dem Verletzten hinterher. Ich. Okay. Das Ding ist, ich kann mich jetzt auch nicht auf. Doch, da hinten ist der. Junge, ich komm zu dir. Oh, scheiße, Deko, ich muss raus. Was war denn bitte? Tut mir leid. Oh, Junge, ich komm zu dir. Oh, scheiße, Deko, ich muss raus. Ja, warte, wobei ich. Warte mal, ich bleib noch hier. Verkacken, so. So, wir sind jetzt endlich mal wieder. Coole Namolle. Kann man den irgendwie nur bitten? Wo bist du gerade, Deko? Taschenlampe, keine Ahnung. Oh, fuck, Mann. Also, bringt eigentlich Borrowtime was bei ihm? Der ist tot. Ja, ja. Denn solange du eben das Sinn hörst, so, dann kriegst du Borrowtime. Ah, nee, der ist tot, hier raus. Aber er hatte kein Borrowtime von mir. Ja, das erste Mal, dass ich gegen Freddy gewinne. Na, dann gehen wir mal jetzt raus, oder? Ja, kannst du raus? Ja, ja. Ich auch. Tschüss. Bitte. Gott sei Dank, ah. Boah, nee. Der macht mich fertig, der Typ. Ich dachte, der macht mich fertig. Also, ich finde ihn cool. Ich finde ihn vom Stil her und so, wie er zu spielen ist. Er ist mega geil gemacht. Ich finde ihn aber einfach zu OP. Du brauchst dafür kein Talent. Denke ich nicht. Du brauchst keine Link, nee. Mm-mm. Nee. Also keine Perks und sonst irgendwas brauchst du dafür nicht. Kannst den einfach so spielen. Und ich finde, das hat ganz gut funktioniert, wahrscheinlich, weil du jetzt mit dabei warst. Und jetzt langsam kennt man ihn auch. Man weiß so ungefähr, wie man gegen ihn spielen könnte, ne? Hm. Ja. Wenn ich die Map gewesen wäre. Okay. Hm? Wenn ich die Map gewesen wäre, ne? Wie gesagt, er braucht ja eine Weile, um dich überhaupt zu schlagen zu können. Und das ist ja auch nochmal. Ja. Genau. So, ne, denn? Ah, ich muss ja bei Punkte. Gibt's immer noch doppelte Blutpunkte? Bis Mitternacht, meine ich. Also noch eine halbe Stunde, ja. So wie ich das richtig verstanden habe, bis Mitternacht auf jeden Fall. Also.
Ja, es gibt noch. Deswegen wollte ich mir auch, das habe ich jetzt natürlich vergessen. Party, hier, blutige Party-Luftschlangen. Ich habe nur einen Kuchen. Kuchen der Flucht. Mhm. So, ich nehme jetzt mal ein neues Teil mit. Habe ich jetzt Bock drauf. So. Wir schaffen das, lasse ich mal. Fleur, das finde ich jetzt eigentlich mal ganz gut so, was wir jetzt haben. Ach, keine Ahnung. Ich bin da so, Gewohnheitsmensch, ich habe mir eine Perks, und wenn ihnen irgendwas fehlt, so dann... Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich verstehe genau, was du meinst. Ich habe jetzt zum Beispiel Einfühlungsvermögen, habe ich jetzt nicht mit. Und das nehme ich immer mit. Immer. Das habe ich nie nicht mit, weißt du? Und ja, das habe ich einfach mal rausgenommen. Einfach mal probieren. Weil jetzt hier zum Beispiel, ich finde K.O. Auf den Killer finde ich ganz cool. K.O.? Hm. Na, den Perk K.O. Ja, aber das machst du da? Als Hexe, sag ich schon, als mit der Anna. Wenn ich die blöden Addons mit habe hier, wo du wirklich lange brauchst, um dich zu heilen. Mhm. Und du K.O. und ich K.O. mit hab und du siehst den an den anderen. Also ihr seht euch gegenseitig nicht, das ist cool. Mhm. Das macht sehr viel Spaß. Ja. Ja, ja, ja. Oh Mann, das dauert echt schon wieder. Ja. Also, aber wollen wir mal kurz rausgehen? Ich lade dich nochmal ein. Zwei, drei, eins, null. So. Wo bist du? Da bist du. Hm? Oh, ich hab keinen Bock auf morgen. Ja, glaube ich dir. Ich auch nicht. Wobei, ich mache, morgen kommen zwei Freundinnen zu mir. Und wir müssen für die Uni ein bisschen was im Referat bearbeiten, aufarbeiten und vom englischen Text, weißt du? Habe ich ja schon mal erzählt im Livestream vom psychologischen englischen Text. Ist für super schwierig zu verstehen, aber es ging jetzt. Nur die Arbeit, ich habe jetzt 3 Stunden, saß ich dran. Bei dieser Scheiße, 7 Seiten nur, muss man überlegen. 7 Seiten in Deutsch hätte ich in 15 Minuten geschafft. 20. Einmal durchzulesen, mit hier Anmerkungen machen und so, vielleicht 1 Stunde, ne? Ja, und da kommt einmal so ein englischer Kacksatz und dann... Also es kommt darauf an, was für ein Englisch. Wenn es so ein hochwissenschaftliches Englisch ist, dann jedes zweite Wort google ich. Und dann passt auch der Zusammenhang nicht, weil es irgend so ein Wort ist, so ein Slang, welches nur in diesem Land dann benutzt wird. Weißt du, was so der Duden gar nicht kennt. Also das ist aber Wissenschaft... Also ich kann es dir gar nicht erklären. So, das haben wir hier im Deutschen auch. Ah, ich muss euch mal den Text schicken, dann versteht ihr, was ich meine. Nicht? Nö. Das wäre doof. Ich verstehe ja kein Englisch. Stimmt. Das ist ja noch schlimmer. Schon bei dem Spiel hat mich das angekotzt, weil ich nicht so richtig doll schnell. Also, ich musste mich aber eilen. Ja. Und dann bitte lesen, ey. Wie gesagt, so, dann hatte ich keine Zeit, ich war alles schnell. So, gestern mal diesen komischen alten Spiel da. Weißt du? Mit den Pfeilen und so. Halt einfach irgendwas gedrückt und dann. Irgendwas gedrückt. Ich bin gespannt, wie diese Runde wird. Die wird zu bieten. Ich brauche was Süßes, ich wollte dich einkaufen. Wie bitte? Ich bin halt irgendwann wach geworden und dann dachte ich, ich muss auch irgendwann einkaufen. Ich dachte mir, ach komm. Egal. Ich brauche nichts essen. Du brauchst nichts. Ja, ich habe nur ein Brötchen. Ein Brötchen nur? Ja. Ja. Mehr brauche ich nicht für morgen. Bis morgen. Oh, krass. Ja, ich hoffe, dass ich irgendwie schnell. Ja. Ach, bestimmt. Ich brauche morgens immer so ein richtig geiles Frühstück. Okay, keine Ahnung. Ich brauche auf jeden Fall ganz, ganz lange Zeit morgens, um wach aufzustehen. Ja. Wenn man mir irgendwie was anguckt, dann einfach nochmal 1-2 Stunden irgendwas. Ja, aber auch sehr gemütlich. Ist ja nichts Schlimmes dabei. Muss ich mir erstmal auf den Tag einstellen. Oh, nein, wenigstens sind verschiedene Maps hier. Yay. Das stimmt. Ich habe jetzt die ganze Zeit als Killer Haddonfield gehabt. Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Achso, dann wirst du das jetzt schon kennen hier, ne? Ach, Haddonfield, Entschuldigung. Coldwind Farm. Achso. Schon wieder Freddy. Wieder Freddy? Allein singen.
hier läuft mir schon hinterher. La, 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 och, der hat dann meine Taschenlampe wieder verloren. Ey. Och nee, der hatte wirklich diesen Perk mit. Ja. Dieses Perk mit. Diesen, der ist blablabla. Der Perk. Okay. Gut. Ich hab gerade gegen Auto geschlagen. Ja, er war böse auf das Auto. Mega. Ich folg einfach mal der Mac. In der Hoffnung, dass der Freddy nicht kommt. Läuft er dir hinterher? Hm. Ja, der ist klein, ich kann ihn nicht sehen. Mhm. Ich habe übrigens das erste Mal, das Video kommt, kam für euch gestern raus. Trapper mit Nöd mitgenommen. Also da habe ich Nöd mitgenommen, weil ich wollte es einfach mal probieren. Und was passiert? Ich muss es nicht einsetzen. Nee. Nee. Hast du alles so bekommen? Ja. Also im zweiten Spiel, im ersten Spiel habe ich Nöd noch nicht. Nein, ich habe die ganze Zeit nach vorne geguckt, Mann. Da kam der von hinten. So ein Scheiß, Mann. So eine Dreckskacke. Kackwurst, Mann. Im ersten Spiel hatte ich ihn einfach so gespielt. Im zweiten Spiel dachte ich so, ach komm, machst du mal was anderes. Da habe ich Nöd direkt auf der ersten Seite gesehen. Dachte mir so, ja. Erregung und Festhalten. Alter. Echt? Oh, ja, ja. Oh, ist richtig schön. Ist jemand bei dir? Nee. Da liegt doch mein Item. Weil der so eine Angst haben muss, der Freddy Adder, warum er so einen Perk mitnehmen muss, man. Also diese Perk. Ständig suche ich meine Items. Ja, aber wenn man, gut, wir hatten jetzt auch zwei Taschenlampen mit, ne? Kommt einer zu dir? Ja, Freddy mit Taschen, gegen Taschenlampe. Das ja, okay. Wobei funktioniert. Ich habe Freddy gespielt. Ja, ich weiß, dass es funktioniert, ja. Aber. Gut, dass keiner zu dir kommt. Das ist aber jetzt doch schon ein bisschen schwieriger, ne? Ich halte dich hier. Ja. Ja, okay. Aber ja, ist schön. Guck mal, ist schöne Pose auf jeden Fall. Spiel ab 18, ja. Will ich kurz hinweisen. Ja, das stimmt. Damit so gut essen, mit meiner Taschenlampe wieder. Kakerlaken. Was? Der ist noch hier. Ich will mein nagelneues Teil noch nicht einsetzen. Da, wenn der jetzt wieder zu meinem Generator kommt, dann eh wirklich. Okay, ist hier irgendwo. Ja, der jagt den anderen jetzt, oder? Ohne Spaß, ist ja so, keine Ahnung. Ist ja so ein Tunnel-Killer. Ach, oh, scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach. Mann, lass mich doch einfach. Ich bin rüber. Mann, jetzt bin ich am Tor. Es läuft wie am Schnürchen hier. Oh, fuck. Oh. Nice. Muss ich irgendwie aufwachen. Muss ich irgendwie aufwachen. Weck mich mal auf. Weck mich doch mal auf. Ja. Vielleicht ist er auch im Traum. Kletz, kletz. Mann, das war mein Generator. Jetzt habe ich keinen Generator mehr. Oh, jetzt machst du auch noch das. Wo war denn dein Generator? Der drunter, der wird gemacht gerade. Ach, okay, das ist gleich fertig. So hört sich das ja jedenfalls an. Der hat mich ja immer gestört. Immer. Jetzt muss ich den Ausgang aufmachen. Sonst krieg ich gar keinen Punkt. Ja, ich mach den anderen Ausgang auf. Jetzt kommt der hin. Welchen anderen Ausgang meinst du denn? Ja, da wo der Generator gemacht wurde. Da bin ich. Okay, ist auf. Nee, bei mir doch nicht. Kommt er zu dir? Ja. Ich bin gleich über einem Baum. Oh nein, du hast echt Pech, wa? Bitte! Ich komm dahin, mach nebenbei das Tor auf. Ui. Fuck, wo ist es? Oh shit. Hey.
der immer zu mir kommen muss. Ja, Erregung und Guild festhalten. Oder ich weiß nicht, aber auf jeden Fall Erregung. Egal, du hast ja Borrow Time, ne? Hol mich einfach ganz schnell und dann ist gut. Dann gehen wir hier raus, dann müssen wir den Scheiß jetzt wieder machen. Ja. Ah, jetzt ist Borrow Time, hat Borrow Time. Ja, vor allem, das dauert ja auch voll lange, bis er jetzt erstmal. Aha, kann ich mal. Ja. Gib trotzdem die Taschenlampe auf. Oh! Ja, und du hast aber noch Borrow Time, du hast noch Borrow Time. Ja, ja. Aber trotzdem knapp. Ich hab bloß so eine Krallen am Und ich war noch hinter dir. Wobei, er kann auch durch mich durchlaufen, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach Gott, ist halt... Hing der andere noch? Weißt du das? Nee, der hing nicht. Okay, gut. Ja, Gott sei Dank, ja. Schauen wir mal doch, eben. Doch, die siehst du? Eiserner Griff und Erregung, ey. Warte. Der muss sich sicher... Oh, der... Boah, okay. Ja, der steht da drauf. Sag mal, Eisenergriff und Erik, Tatsache, ja. Der muss auch nur mal sicher gehen. Ich hab sowas nie bei, weil es immer irgendwelche Perks wegnimmt. Ja, es ist so. Das stimmt. Wobei Erregung finde ich gar nicht mal so schlecht. Keine Ahnung, ich hab sowas gar nicht bei. Ja. Na gut, jeder spielt anders, ne? Aber das war jetzt auch eine schöne Runde. Und da würde ich sagen, das war es jetzt auch für diese Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Da wird dann ja. Tschüss.